Erinnert ihr euch noch, wie Lukas, der Lokomotivführer, und Jim Knopf in China vom Oberbonzen Pipapo und der Palastwache als Spione verhaftet wurden? Zum Glück holte der winzige Ping-Pong den erhabenen Kaiser selbst zu Hilfe, der die beiden Freunde im allerletzten Augenblick rettete. Von nun an ging es den zwei Helden aus Lummerland natürlich sehr gut. Der Kaiser überschüttete sie mit allen nur erdenklichen Zeichen seiner Huld. Eines Abends saßen die beiden Freunde nach dem Essen noch ein wenig mit dem Kaiser zusammen auf der Terrasse des Palastes in der Dämmerung. Meine lieben Freunde, wann gedenkt ihr, nach der Stadt der tausend Drachen aufzubrechen, um mein Töchterchen Li Xi aus der Gefangenschaft zu befreien? So bald wie möglich, Majestät. Nur müssen wir erst mal erfahren, wo diese Stadt überhaupt liegt, wie man hinkommt und so weiter. Aber vor allem interessiert uns eins. Woher weiß man eigentlich, dass die Prinzessin sich in der Drachenstadt befindet? Mein Töchterchen Li Xi weilte vor einem Jahr während der großen Ferien am Meeresstrand. Eines Tages war sie plötzlich verschwunden. Niemand wusste, was geschehen war, bis vor wenigen Monaten ein Fischer in den Wellen des Gelben Flusses, der an unserer Hauptstadt vorüberfließt, eine kleine Flaschenpost fand. Eine Flaschenpost? Jawohl, es handelte sich um eine kleine Puppenflasche, die mein Töchterchen zum Spielen verwendete. Darin befand sich ein zusammengefaltetes Zettelchen, beschrieben von ihrer eigenen Hand. Kann ich das Zettelchen mal sehen? Bitte sehr, hier ist es. Ich glaube, Jim, die Sache fängt an, spannend zu werden. Warum? Was steht denn da? Hör zu. Lieber Unbekannter, wer du auch sein magst, der diese Flaschenpost findet, bitte bringe sie sofort zu meinem lieben Vater, dem Kaiser von China. Die wilde 13 hat mich gefangen und hat mich an Frau Malzahn verkauft. Hier sind auch noch viele andere Kinder. Bitte rettet uns bald, denn es ist einfach schrecklich in dieser Gefangenschaft. Frau Malzahn ist ein Drache. Und hier steht noch die Adresse. Li Xi bei Frau Malzahn, Kummerland, Alte Straße 133, dritte Etage links. Aber... Merkst du was, Jim? Aber das ist doch... Kummerland ist der Name der Drachenstadt. Majestät, genau dieselbe Adresse stand auf dem Paket, in dem mein Freund Jim Knopf als Baby zu uns nach Lummerland gebracht wurde. Und als Absender stand hinten nur eine große 13 drauf. Aber dann hätte ich ja eigentlich auch in die Drachenstadt und zu Frau Malzahn gemusst. Ja, zum Glück war die Adresse so voller Fehler, dass der Postbote dich zu uns nach Lummerland anstatt nach Kummerland gebracht hat. Wenn euch also eure Reise nicht zu uns nach China geführt hätte, so wäret ihr niemals auf diese Spur gestoßen. Mich dünkt, dahinter steckt ein tiefes Geheimnis. Mein Freund Jim Knopf und ich, wir werden es erforschen, Majestät. Wo also liegt diese Drachenstadt, Kummerland? Wenn wir das nur wüssten. Aber selbst den gelehrtesten Männern in meinem Reich ist die Lage der Drachenstadt unbekannt. Ja, wir wollen mal überlegen. Wenn die Flaschenpost der Prinzessin mit den Wellen des Gelben Flusses bis hierher geschwommen ist, dann muss sie doch stromaufwärts irgendwo ins Wasser geworfen worden sein. Das ist überaus scharfsinnig. Allerdings ist uns stromaufwärts der Lauf des Gelben Flusses nur bis zum rot- und weiß gestreiften Gebirge bekannt. Es trägt den Namen die Krone der Welt. Dort kommt der Fluss aus einer Höhle heraus. Auf der anderen Seite des Gebirges war bisher noch kein Mensch. Es ist völlig unübersteigbar. Es gibt zwar eine einzige Möglichkeit, das Gebirge zu durchqueren, nämlich eine Schlucht mit dem Namen Tal der Dämmerung. Aber bis heute hat noch niemand gewagt, dieses Tal der Dämmerung zu betreten.
Es ist von rätselhaften Stimmen erfüllt, die so schrecklich sind, dass kein Mensch es erträgt, sie zu hören. Auf der anderen Seite liegt, wie wir vermuten, eine Wüste. Wir nennen sie das Ende der Welt, weil wir eben nicht wissen, wie es dort weitergeht. Dort beginnt völlig unerforschtes Gebiet. Gut, wenn es keinen anderen Weg gibt, dann müssen wir es eben mit diesem versuchen. Meine teuren Freunde, möge der Himmel euch beschützen. Von nun an werde ich nicht nur um mein liebes Kind bangen, sondern auch um euch beide. Denn ich habe euch lieb gewonnen. Ein paar Tage später nahmen die beiden Freunde Abschied vom Kaiser und von Ping-Pong, ihrem kleinen Lebensretter. Dann bestiegen sie ihre gute alte Lokomotive Emma und dampften los. Zuerst fuhren sie quer durch das ganze chinesische Reich immer weiter nach Westen, bis sie vor sich am Horizont ein gewaltiges Gebirge auftauchen sahen. Die Krone der Welt. So hatte der Kaiser von China dieses Gebirge genannt. Es zog sich von Norden quer durch das ganze Land nach Süden. Die Berge stiegen fast senkrecht bis in die Wolken hinauf und standen so eng beieinander, dass nicht daran zu denken war, zwischen ihnen hindurchzukommen. Hinter der ersten Reihe kam eine zweite, dahinter eine dritte und immer noch eine und noch eine. Jeder einzelne Berg schimmerte rot und weiß gestreift, waagrecht oder schräg, in Wellenlinien oder auch im Zickzack. Es war ein eindrucksvoller Anblick. Irgendwo müsste eigentlich dieses Tal der Dämmerung liegen, Jim. Da! Das muss es sein! Das sieht aber unheimlich aus. Warum hältst du an, Luca? Hörst du irgendwelche schrecklichen Stimmen oder sowas? Nein. Weißt du was, Jim? Wir lassen Emma hier und gehen erstmal ein Stück zu Fuß in das Tal, um zu sehen, was es mit der Sache auf sich hat. Das Tal der Dämmerung war eine düstere Schlucht. Ungefähr so breit wie eine Straße, die das ganze Gebirge schnurgerade durchschnitt. Links und rechts stiegen senkrechte Felsentürme bis in Himmelshöhen hinauf und weit hinten, ganz am anderen Ende der Schlucht, stand groß die rote Abendsonne und übergoss die zerklüfteten Wände mit ihrem Purpurlicht. Jim und Lukas waren schon 100 Schritte in die Schlucht eingedrungen, ohne irgendetwas zu vernehmen. Eine feierliche und geheimnisvolle Stille herrschte ringsum. Es ist doch ganz still. 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 Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Keine Angst, Jim. Das ist nur ein Echo. Das ist nur ein Echo. Das ist nur ein Echo. Das ist bloß ein ganz gewöhnliches Echo. Psst, Lukas, hör doch mal. Es ist doch ganz still. Das Echo kommt ja zurück. Und es hat sich inzwischen vermehrt. Ist das? Was ist das? Was ist das? Das kann ja lustig werden. Wenn das so weitergeht. Warum meinst du? Na, stell dir bloß mal vor, Jim. Was passiert, wenn Emma anfängt, in dem Tal herumzupoltern? Das wird sich anhören wie ein ganzer Hauptbahnhof. Das ist nur ein Echo. Schwer zu sagen.
Wahrscheinlich stehen die Felswände durch einen besonderen Zufall gerade so, dass der Schall immer im Zickzack hin und her geworfen wird und nicht aus dem engen Tal heraus kann. Aber er vermehrt sich doch und wird immer lauter. Jedes Echo macht wahrscheinlich ein neues Echo. Und das Neue wieder ein neues. Deswegen werden es eben immer mehr und mehr Stimmen. Was können wir bloß dagegen tun, Lukas? Ja, wir können nur versuchen, so schnell wie möglich durch die Schlucht durchzufahren. Komm zurück zu Emma. Komm schnell rauf, Jim! So, Abfahrt! Verflixt und zugenäht, alter Junge. Um Haaresbreite hätte es uns erwischt. Ja, anstelle der Schlucht türmten sich riesige Steintrümmer auf. Und darüber erhob sich meilenhoch eine rote Staubwolke. Das Tal der Dämmerung gab es nicht mehr. Wenn wir nur eine Sekunde länger gebraucht hätten, Jim, dann wären wir jetzt unter diesen Steinen begraben. Ich frage mich nur, wie wir je wieder zurückkommen sollen. Du, Lukas, Emma schnauft ja gar nicht mehr. Was? Tatsächlich. Es war einfach zu viel für sie. Irgendwas muss kaputt sein. Das ist eine schöne Bescherung. Wo sind wir hier eigentlich? Scheint eine Wüste zu sein. Ringsum gab es nichts als Sand, Steine und Geröll. Fern am Horizont reckte sich ein einziger baumgroßer Kaktus wie eine riesenhafte Schwurhand schwarz in den fahlen, dämmernden Himmel. Es war die Wüste, die in China das Ende der Welt genannt wurde, weil niemand wusste, wie es von hier aus weiterging. Die Sonne war schon untergegangen, aber es war gerade noch hell genug, um die Lokomotive zu untersuchen. Lukas holte den Werkzeugkasten, nahm einen besonderen Hammer heraus und beklopfte vorsichtig und schweigend jedes Rad und jede Schraube an der alten Emma. Legst du zu, René? Ist es sehr schlimm? Ich vermute, dass der Taktierkolben gebrochen ist. Zum Glück habe ich einen Ersatzteil im Werkzeugkasten. Ja, sieh mal, dieser kleine Stahlkolben. Hm? Siehst du? Nicht größer als dein Daumen. Ja, klein, aber wichtig. Er gibt den Takt an, in dem Emma schnauft. Meinst du, du kannst es in Ordnung bringen? Allein schaffe ich es auf keinen Fall. Du musst mir helfen, Jim. In Ordnung, Lukas. Schweigend machten sie sich ans Werk. Da es inzwischen dunkel geworden war, musste Jim mit einer Taschenlampe leuchten. Der Taktierkolben hatte seinen Platz ganz innen und so musste die Lokomotive langsam Stück für Stück auseinandergenommen und in ihre Teile zerlegt werden.
Wahrhaftig, das war eine Arbeit, die starke Nerven erforderte. Stunde um Stunde verging. Mitternacht musste längst vorüber sein. Der Mond war aufgegangen, blieb aber hinter einer Wolkenbank verborgen. Nur ein ungewisses Dämmerblau lag über der Wüste. Lukas war unter die Räder der Lokomotive gekrochen und arbeitete. Jim reichte ihm die Werkzeuge hinunter. Ich krieg doch diese Strube nicht auf. Jim! Ja? Hol mir mal die flache Zange, ja? Die flache Zange? Ja. Ja, Lukas. Lukas, da sind auf einmal so große Vögel. Sie sitzen um uns herum und scheinen irgendwas zu wollen. Auf Emmas Dach sitzt auch einer und schaut mich immer an. Wie sehen sie denn aus? Nicht unfreundlich. Sie haben nackte Hälse und komische Schnäbel. Ach so, das sind nur Geier. Aha. Ich möchte bloß gern wissen, ob Geier sehr angriffslustig sind oder nicht. Was meinst du? Sie labern nicht zu sehr an mich. Man nennt sie die Totengräber der Wüste, weil sie sich nur über Todes hermachen. Ja, Jim, alter Junge, ist was mit dir? Sag ehrlich, Lukas, ist noch Hoffnung? Ich krieg die letzte Schraube nicht auf. Es geht nur von innen, Jim. Man müsste in den Kessel hineinkriechen. Aber ich komm da nicht rein, ich bin zu groß und zu dick. Ja, das ist eine verflixte Geschichte. Und wenn ich es mache? Weißt du, Jim, es ist ziemlich gefährlich. Man muss im Innern des Kessels nämlich unter Wasser arbeiten. Wir dürfen das Wasser nicht ablassen, weil es hier in der Wüste kein neues gibt. Schwimmen und tauchen kann ich doch. Aber du kannst dir da drin noch nicht mal mit unserer Taschenlampe Licht machen. Und wenn du dann nicht mehr zurückfindest, nein, Jim. Aber ist doch die letzte Möglichkeit? Ja, Jim. Dann tue ich's. Jeder, der eine Lokomotive kennt, weiß, dass hinter dem Schornstein eine Art Kuppel ist, die aussieht wie ein zweiter, etwas kleinerer Schornstein. Diese Kuppel kann man aufmachen, dann sieht man einen Schacht, der in den Kessel hinunterführt. Jim zog seine Schuhe aus, nahm einen Schraubenschlüssel, kletterte auf die Lokomotive hinauf und kroch die Füße voran durch die geöffnete Kuppel. Sein Herz klopfte wie ein Hammer, denn der Schacht war ziemlich eng, aber er biss die Zähne zusammen und schob sich weiter. Als er das Wasser an seinen Füßen spürte, holte er tief Luft und ließ sich hinuntergleiten. Lukas stand neben der Lokomotive und wartete. Er war so blass geworden, wie das bei seiner ölverschmierten Haut überhaupt möglich war. Was sollte er tun, wenn Jim etwas zustieß? Er würde tatenlos dabeistehen müssen, denn er konnte ja nicht in den Kessel hineinkriechen. Da ist die Schraube. Jim! Komm zurück! Die Schraube ist da! Jim! Jim! Jim, wo bleibst du denn? Wo bin ich hin? Jim! Bist du noch am Leben? Gott sei Dank, Jim! Komm raus, komm! Komm ich! Komm ich! Ich bin noch mal. Ich froh. Ich dachte schon, es wäre dir was passiert. Geht's dir gut, alter Junge? Alles in Ordnung, Lukas. Nun wechselte Lukas schnell den zerbrochenen Taktierkolben aus und dann setzte er die gute alte Emma Teil für Teil sorgfältig wieder zusammen. Und als er viele Stunden später die letzte Schraube festzog... So,
Na, Jim, was sagst du jetzt? Was soll ich denn sagen? Na, hör doch mal genau hin. Lukas! Emma ist wieder ganz! Ja, Jim! 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 Wir sind gerettet! Ja, und dann gingen sie erstmal im Führerhäuschen ihrer Lokomotive schlafen, denn sie waren beide todmüde. Die Geier aber saßen im großen Kreis um die gute alte Emma herum und warteten. Am nächsten Morgen fuhren die beiden Freunde beherzt in die Wüste hinein, die sich endlos vor ihren Augen dehnte und so flach war wie eine Tischplatte. Die Sonne stieg höher und höher und die Hitze ließ die Luft über der Wüste flimmern. Die Reisenden waren schon einige Stunden lang immer geradeaus gefahren, während hoch in der Luft über ihnen die Geier ihre Kreise zogen, wachsam, geduldig und erwartungsvoll. Plötzlich fiel Jim etwas Merkwürdiges auf. Lukas! Du, Lukas! Sie fliegen plötzlich ganz eilig fort. Na schön. Vielleicht haben sie es endlich aufgegeben. Lukas! Da! Durch Jims entsetzten Schrei aufgeschreckt, blickte Lukas über Jims Kopf hinweg zum Rückfenster der Lokomotive hinaus, und was er nun dort draußen sah, das übertraf alles, was ihm jemals vor Augen gekommen war. Am fernen Wüstenhorizont stand ein Riese von wahrhaft ungeheuerlicher Größe. Offenbar handelte es sich um einen sehr alten Riesen, denn er hatte einen langen weißen Bart, der sonderbarerweise zu einem Zopf geflochten war. Auf dem Kopf trug er eine Art Strohhut und sein magerer Riesenleib war in ein altes Hemd gehüllt. Der Riese streckte sehnsüchtig die Hand aus, dann ließ er sie hoffnungslos wieder sinken und ein Seufzer schien seine Brust zu heben. Zu hören war allerdings nichts. Und das war seltsam. Schnell fort, Lukas! Schnell, vielleicht hat er uns noch nicht entdeckt. Immer mit der Ruhe, Jim. Schnell, Lukas. Ich finde, außer seiner Größe sieht der Riese ganz manierlich aus. Was? Naja, bloß weil er so groß ist, braucht er doch noch lange kein Ungeheuer zu sein. Aber wenn er doch eins ist? Wenn er uns was tun wollte, dann hätte er es längst gekonnt. Er scheint jedenfalls gutartig zu sein. Nein. Ja, ich möchte bloß wissen, warum er nicht näher kommt. Ob er sich am Ende vor uns fürchtet. Lukas, mach doch jetzt keinen Spaß. Jim, vielleicht kann uns der Riese sagen, wie wir in die Drachenstadt kommen. Ja, aber ich glaube, er ruft was. Bitte, bitte, lauf nicht vorne weg. Ich will euch hier nicht tun. Mir scheint, das ist sogar ein ganz harmloser Riese. Nur mit seiner Stimme ist irgendetwas nicht richtig. Bei seiner Größe müsste sie eigentlich klingen wie ein Donnerwetter. Bitte, bitte, glaub mir doch. Ich will euch nichts tun. Ich will nur mit euch sprechen. Ich bin so allein. So schrecklich allein. Der arme Kerl, da kann er mir richtig leid tun. Ich werde ihm mal winken, damit er sieht, dass wir nichts Böses im Sinn haben. Hallo! Nein. Hallo! Ja! Heißt das, nicht auf mir treten? Jawohl! Nein! Kommen Sie nur! Lukas! Na sowas, Ruhe, Jim! Er traut sich nicht, siehst du? Ich werde ihm einfach entgegengehen. Nein, warte doch, Lukas! Ich komme mit! Na siehst du, alter Junge, das ist schon viel besser. Wenn man Angst hat, sieht meistens alles viel schlimmer aus, als es in Wirklichkeit ist. Hallo! Kommen Sie nur her! Hallo, Frau!
Was nun geschah, war so erstaunlich, dass Jim Mund und Nase aufsperrte und Lukas an seiner Pfeife zu ziehen vergaß. Der Riese kam Schritt für Schritt näher und bei jedem Schritt wurde er ein Stückchen kleiner. Und als er schließlich bei den Freunden angelangt war, war er genauso groß wie Lukas. Er war sogar fast einen halben Kopf kleiner. Guten Tag. Ich weiß gar nicht, wie ich euch danken soll, dass ihr nicht vor mir weggelaufen seid. Doch niemand hat mich jemand näher kommen lassen. Sogar die Tiere fliehen vor mir. Dabei sehe ich doch nur von Weitem so schrecklich groß aus. In Wirklichkeit bin ich nämlich durchaus kein Riese. Ich bin nur ein Scheinriese. Aber das ist eben das Unglück. Deshalb bin ich so einsam. Übrigens, mein Name ist Tur-Tur. Mit Vornamen heiße ich Tur und mit Nachnamen auch Tur. Also das müssen Sie uns näher erklären, Herr Tur-Tur. Sie sind nämlich der erste Scheinriese, dem wir begegnen, müssen Sie wissen. Ja, ich will es Ihnen gerne erklären, meine lieben Freunde. Aber nicht hier. Darf ich mir erlauben, Sie in meine bescheidene Hütte zu Gast zu laden? Lukas und Jim willigten gerne ein, und so stiegen sie alle drei in die alte Emma und dampften los. Herr Tur-Tur wohnte mitten in der Wüste bei einer klaren Quelle, die wie ein kleiner Springbrunnen plätscherte. Rundherum erhoben einige Palmen und Obstbäume ihre Wipfel in den Wüstenhimmel, und unter diesen Bäumen lag ein sauberes, weißes Häuschen mit grünen Fensterläden. Nun saßen die beiden Freunde behaglich in der Abendsonne vor dem Haus, und Herr Tur-Tur erklärte seine erstaunliche Scheinrieseneigenschaft. Stellt euch einmal vor, einer von euch würde jetzt aufstehen und weggehen, immer weiter weg. Dann würde er doch immer kleiner und kleiner werden, bis er am Horizont nur noch wie ein Punkt aussehe. Ihr werdet aber zugeben, dass der Betreffende in Wirklichkeit immer gleich groß bleibt. Es scheint nur so, als ob er immer kleiner würde. Man könnte ihn deshalb einen Scheinzwerg nennen, nicht wahr? Ja, das ist richtig. Bei mir ist die Sache umgekehrt. Das ist meine besondere Eigenschaft. Je weiter ich entfernt bin, desto größer sehe ich aus. Und je näher ich komme, desto deutlicher sieht man meine tatsächliche Gestalt. Das ist Hand. Sie meinen, Sie werden gar nicht wirklich kleiner, wenn Sie näher kommen. Sie sind auch nicht wirklich so riesengroß, wie Sie von Weitem aussehen. Sondern es scheint nur so. Ja, genau so ist es. Deshalb sagte ich ja, ich sei ein Scheinriese. Und warum wohnen Sie hier so allein? Mitten in der Wüste, das Ende der Welt. Ja, überall, wo ich hinkam, entsetzten sich die Menschen vor mir. Sie ließen mich gar nicht erst näher kommen, sondern rannten immer gleich Hals über Kopf davon. Da bin ich eben zuletzt in die Wüste gezogen, damit niemand mehr durch mich erschreckt würde. Ihr beide, meine Freunde, ihr seid die ersten Menschen, die den Mut hatten, mich näher kommen zu lassen. Zum Dank dafür möchte ich gerne etwas für euch tun, wenn ich kann. Ja, Herr Tur-Tur, das können Sie. Wir haben Ihnen ja erzählt, warum wir die Drachenstadt Kummerland suchen. Können Sie uns den Weg in die Drachenstadt sagen? Ja, ich weiß nur, dass diese Stadt im Land der tausend Vulkane liegt. Soweit mir der Weg dorthin bekannt ist, werde ich euch begleiten. Der Scheinriese kannte in der Wüste jeden Stein und jeden Kaktus, und so dauerte es noch nicht einmal 3 Stunden, da hatten sie schon die nördliche Grenze der Wüste erreicht. Die Landschaft lag im hellen Schein der Sonne, aber dort, wo die Wüste zu Ende war, begann plötzlich eine kohlpechrabenschwarze Finsternis, die von der Erde aufstieg bis in den Himmel hinein. Dies, meine Freunde, ist die Region der schwarzen Felsen. Weiter kann ich euch nicht mehr begleiten.
Müssen wir da vielleicht durch? Durch dieses Schwarze da? Ja, das wird sich nicht vermeiden lassen. Das Land der 1000 Vulkane, in dem irgendwo die Drachenstadt liegt, ist eine Hochebene. Der einzige Weg, der dort hinaufführt, geht hier durch die Region der schwarzen Felsen. Hier? Ich sehe aber gar keinen Weg. Nein, man kann ihn auch nicht sehen. Das ist eben ja das Geheimnis der schwarzen Felsen. Sie sind nämlich so unvorstellbar schwarz, dass sie alles Licht vollkommen verschlucken. Es bleibt einfach kein bisschen Helligkeit zum Sehen mehr übrig. Aber wenn nicht zu sehen ist, wie sollen wir denn da den Weg finden? Ja, die Straße, die hier beginnt, ist schnurgerade. Ihr dürft allerdings auf keinen Fall von der geraden Richtung abkommen. Links und rechts gähnen nämlich tiefe, schreckliche Abgründe neben dem Weg, in die ihr unfehlbar hinunterstürzen würdet. Oh, das sind ja schöne Aussichten. An der höchsten Stelle führt die Straße durch ein Felsentor. Es heißt der Mund des Todes. Ihr werdet es schon von Weitem an seinem grässlichen Heulen erkennen. Warum heult es denn? Der Wind macht das, der beständig durch dieses Felsentor weht. Ich rate euch übrigens noch, die Türen der Lokomotive fest verschlossen zu halten. Da in dieser Region ewige Nacht herrscht, ist der Wind so kalt, dass ein Wassertropfen zu Eis gefriert, ehe er auf dem Boden ankommt. Ihr dürft also die Lokomotive nicht verlassen. Danke für die guten Ratschläge, Herr Turtur. Sie schüttelten sich die Hände und sagten einander Lebewohl. Jim und Lukas riegelten die Türen des Führerhäuschens zu, schlossen sorgfältig die Fenster und fuhren los mitten hinein in die kohlpechrabenschwarze Finsternis. Je länger sie unterwegs waren, desto kälter wurde es. Obwohl sie ganz gewaltig einheizten, drang der Frost doch immer schneidender durch die vereisten Fensterscheiben. Frierst du, Jim? Ziemlich. Meinst du, dass unsere Kohlen noch reichen? Hoffentlich. Hörst du das, Lukas? Ja, das muss dieses Felsentor sein. Der Mund des Todes. Jemini, das klingt aber schrecklich. Es hilft nichts, Jim. Wir müssen durch. Was ist denn? Warum bleibt Emma plötzlich stehen? Keine Ahnung. Wahrscheinlich sind wir doch irgendwie von der geraden Linie abgekommen. Und Emma steht mit den Rädern an einem Abgrund. Und was jetzt? Auf jeden Fall darf das Feuer nicht ausgehen. Sonst sind wir verloren. Und wenn die Kohlen zu Ende sind? Lukas antwortete nicht. Während sie schweigend weiterschürten und ihr Gehirn zermarterten, ohne dass ihnen einfiel, was sie hätten tun können, bereitete sich draußen ihre Rettung vor. Der Dampf, der aus Emmas Schornstein aufstieg, gefror nämlich in der eiskalten Luft und fiel als Schnee herunter. Und auf einmal konnte man mitten im schwarzen Nichts ein weißes Stück Straße sehen. Hey, Lukas! Du, schau doch mal hier durchs Fenster. Jim, alter Junge, da haben wir wieder mal mächtiges Glück gehabt. Jetzt können wir den geraden Weg wiederfinden. So, und jetzt halt dir die Ohren zu, Jim. Jetzt geht's mitten hinein in den Mund des Todes. Zu Ende. So. Das war die letzte Schaufel. Immer langsamer rollte Emma. Gleich würde sie stehen bleiben. Da, im allerletzten Augenblick, war es, als glitte sie durch einen schwarzen Vorhang hindurch. Licht drang durch die vereisten Scheiben herein. Helles Sonnenlicht. Lukas und Jim entfernten das dicke Eis von den Riegeln und stießen die Türen auf. Warme Luft strömte ihnen entgegen.
Sie kletterten ins Freie, um ihre erstarrten Glieder in der Sonne aufzutauen. Vor ihnen breitete sich das Land der 1000 Vulkane aus. Es war eine riesige Hochebene, die bedeckt war mit unzähligen feuerspeienden Bergen in jeder Größe. Viele spuckten Feuer und Flammen, einige rauchten nur still vor sich hin. Da und dort lief plötzlich glühender Brei heraus und füllte die tiefen Spalten und Schluchten, die das ganze Land durchzogen. Irgendwo muss hier also die Stadt der 1000 Drachen sein. Aber leider haben wir keine Kohlen mehr, um weiterzufahren. Könnten wir nicht vielleicht was anderes nehmen? Ja, irgendwas Brennbares muss es hier wohl geben. Wo käme sonst das viele Feuer in den Vulkan her? Psst, Lukas. Hm? Hör mal, da ist was. Das hört sich an wie eine Stimme. Hm? Ja, von einem Ferkel oder sowas. Scheint, es kommt aus dem kleinen Vulkan hier. Es kommt kein Feuer raus, ja. Kocht nicht mal. Komm, Jim, wir klettern mal rauf. Vielleicht können wir von oben in den Krater hinuntergucken. Ah, ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Oh, ich rauche voll. Hallo. 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 Ist da jemand? Hallo, wer ist denn da? Über dem Rand des kleinen Vulkans erschien ein dicker Kopf mit großen, runden Augen. Ein Kopf, der entfernt an ein Nilpferd erinnerte, nur dass er gelb und blau getüpfelt war. Der Kopf saß auf einem zarten Körperchen, an dessen anderem Ende ein langer, dünner Schwanz hing. Breitbeinig stellte sich das eigenartige Wesen vor Lukas und Jim auf, stemmte die Ärmchen in die Seiten und machte ein grimmiges Gesicht. Ich bin ein Drache! Das freut mich aber. Ich bin Lukas, der Lokomotivführer. Und ich bin Jim Knopf. Wie? Ja, habt ihr denn überhaupt keine Angst vor mir? Nein. Sollten wir denn? Oh, wir sind gerade noch gefehlt. Nicht einmal Menschen halten mich für einen richtigen Drachen. Denn sie sind Unglücksdrachen. Nein, nein, nein. Du hast uns falsch verstanden. Wenn wir überhaupt vor irgendetwas Angst hätten, dann wärst du das. Nicht wahr, Jim? Bestimmt. Du siehst doch ganz schrecklich aus. Ach, ihr wollt mich bestimmt nur trösten. Nein, im Ernst. Du siehst ganz scheußlich und furchtbar aus. Wirklich? Ist das wirklich wahr? Findet denn jemand, dass du kein richtiger Drache bist? Ja! Die reinrassigen Drachen lassen mich nicht in die Drachenstadt rein. Sie behaupten, ich wäre bloß ein Halbdrache. Nur weil meine Mutter ein Nilpferd war. Aber mein Vater war ein richtiger Drache. Aha. Ah, aber jedenfalls kennst du den Weg in die Drachenstadt. Natürlich. Und weil du nicht hinein darfst. Deshalb warst du vorhin so unglücklich? Oh nein, heute ist ein richtiger Unglückstag für mich. Mein Vulkan ist ausgegangen und ich bringe und bringe nicht wieder zum Brennen. Und ich bin verzweifelt. Na, da könnten wir doch mal nachsehen. Wir sind zufällig Lokomotivführer und verstehen uns auf Sachen, die mit Feuer zusammenhängen. Ach, das wäre aber wunderbar. Da wäre ich euch scheußlich dankbar. Es ist nämlich so eine Schande für unser Eis, wenn einem der Vulkan ausgeht. Übrigens, ich heiße Nebo. Sie kletterten alle drei nacheinander durch den Krater in den Vulkan hinunter. Nepomuks Wohnung bestand aus einer Höhle, die zur einen Hälfte von einem großen Kohlenberg ausgefüllt war, zur anderen von einem großen offenen Herd. Alles war rußgeschwärzt und stank atemberaubend nach Schwefel, Pech und allem möglichen anderen Zeug. Ja, hübsch hast du es hier, Nepomuk. So,
Jetzt wollen wir uns mal den Herd ansehen. Aha. Der Rost ist rausgefallen und der Durchzug ist verstopft. Das werden wir gleich haben. So, jetzt müsste er eigentlich wieder funktionieren. Ja, war ich denn nur meine Streichel? Ja, hier. So. Hurra! Hurra! Mein Vulkan funktioniert wieder. Das habt ihr furchtbar schnell fertig gemacht. Wenn es euch einen Gefallen tun kann, dann sagt ihr. Ja, weißt du, Nepomuk, uns sind nämlich gerade die Kohlen ausgegangen. Du hast ja einen ganz schönen Haufen. Können wir vielleicht unsere Tente neu auffüllen? Damit war Nepomuk sofort einverstanden und bald hatten die Reisenden wieder genug Kohlen in der Lokomotive, um weiterzufahren. Wir wollen in die Drachenstadt Kummerland. Kannst du uns sagen, wie wir dorthin kommen, Nepomuk? Natürlich kann ich es euch sagen. Nur darf ich euch eigentlich nichts verraten, weil wir Drachen nämlich scheußlich zusammenhalten. Aber die richtigen Drachen sind doch überhaupt nicht nett zu dir. Lassen sich nicht in ihre Stadt hinein. Da hast du recht. Ich werde also zu euch halten, damit sich die Drachen ganz schrecklich ärgern. Ich werde Rache üben. Das ist doch auch sehr schlimm und drachenhaft von mir. Findet ihr nicht? Oh, und wie? Ja. Also, seht ihr dort drüben in der Mitte des Landes diesen riesigen Vulkan? Im Innern dieses Berges liegt die Drachenstadt. Nepomuk, und wie kommt man da hinein? Es gibt da eine Höhle, die durch die Wand des Berges in die Drachenstadt hineinführt. Aber die Drachen lassen niemand hinein, der nicht wie ein reinrassiger Drache aussieht. Wie sehen denn reinrassige Drachen überhaupt aus? Ach, ganz verschieden. Vor allem dürfen sie keinem anderen Tier ähnlich sehen. Sonst sind sie nicht mehr reinrassig. Ja, und außerdem müssen sie natürlich Feuer und Rauch speien können. Könnten wir nicht vielleicht Emma einfach als Drache verkleiden? Sie sieht keinem anderen Tier ähnlich. Und Rauch und Feuer speien kann sie gut. Diese Idee von Jim wurde mit großem Beifall aufgenommen und sofort ausgeführt. Unter Nepomuks sachkundiger Anleitung und Mithilfe wurde die gute alte Emma so verkleidet, dass sie einem reinrassigen Drachen ziemlich ähnlich sah. Die beiden Freunde nahmen Abschied von dem hilfreichen Halbdrachen und dampften los, quer durch das Land der 1000 Vulkane und geradewegs auf die Eingangshöhle zu, die nach Kummerland hineinführen sollte. Es war ein gewaltiges, rußgeschwärztes Felsentor, aus dem es ein wenig herausrauchte wie aus einem Ofenloch. Bald hatten die Reisenden die Höhle durchquert und nun lag vor ihnen die Stadt der 1000 Drachen. Die Häuser waren aus riesigen, grauen Steinbrocken erbaut und hunderte von Stockwerken hoch. Die Straßen glichen finsteren Schluchten. Die Luft war beinahe undurchsichtig vor lauter dicken Rauch- und Gasschwaden. Dieser abscheuliche Brodem wurde von den Drachen verursacht, die zu Tausenden in den Straßen herumwimmelten und Feuer und Rauch aus ihren Mäulern, Nasenlöchern und Ohren bliesen. Manche Drachen hatten zu allem Überfluss sogar noch eine Art Auspuff hinten an der Spitze ihres Schwanzes, aus dem ebenfalls dicker, grüner und gelber Qualm dampfte. Und rund um diese unzähligen Straßenschluchten mit ihrem Lärm stieg der Rand des großen Kraters auf wie eine riesenhafte Mauer. Man sieht, diese Stadt trug nicht zu Unrecht ihren Namen. Kummerland. Eine ganze Weile lang fuhr die verkleidete Lokomotive unerkannt durch das Gewühl, bis Lukas plötzlich an einer Straßenecke ein Steinschild entdeckte mit der Aufschrift Alte Straße. Nun brauchten die Reisenden nur noch den Hausnummern zu folgen, bis sie schließlich die Nummer 13 gefunden hatten.
Lukas lenkte Emma vorsichtig durch das riesige Haustor. Sie kamen in ein Treppenhaus, das so geräumig war wie eine Bahnhofshalle. Die Treppe führte in einer gewaltigen Spirale immer rundherum, höher und höher hinauf. Glücklicherweise bestand diese Treppe nicht aus einzelnen Stufen, sondern stieg glatt wie eine gewundene Straße aufwärts. So konnten sie nun ganz bequem hinauffahren und das taten sie auch immer rundherum, bis sie in der dritten Etage waren. Hier muss es sein. So, Jim, alter Junge, jetzt geht's los. Ja, Lukas, jetzt geht's los. Und dann stiegen sie aus und schlichen auf Zehenspitzen in die Höhlenwohnung des Drachen Malzahn hinein. Vor ihnen lag ein großer Saal, in dem zwei Reihen steinerner Schulbänke standen. Darin saßen Kinder aus den verschiedensten Ländern, Indianerkinder, weiße Kinder, kleine Eskimos und braungebrannte Jungen mit Turbanen auf dem Kopf. Und in der Mitte saß ein ganz entzückendes kleines Mädchen mit zwei schwarzen Zöpfen und einem zarten Gesicht wie eine chinesische Porzellanpuppe. Es bestand kein Zweifel, dass es sich um Prinzessin Lisi handelte. Alle Kinder waren mit Eisenketten an die Schulbänke gefesselt. Hinter einem riesigen Pult aus einem schwarzen Felsblock saß ein ganz besonders scheußlicher Drache. Seine spitze Schnauze war mit dicken Warzen und Borsten bedeckt und aus dem großen Maul ragte ein einziger langer Zahn unsagbar abstoßend hervor. Dieser Drache konnte niemand anders sein als Frau Malzahn. Wer diese Frage nicht beantworten kann, der bekommt 3 Tage nichts zu essen. Aufgemerkt! Wie viel ist 7 mal 8? Lisi! 7 mal 8 ist 56. Ach. Aber wie viel ist 13? Weniger 6? Wird's bald! 13 weniger 6 ist 7. Du kommst dir wohl sehr schlau vor. Wie? Dass du alles richtig beantwortest. Was? Sag mir sofort das 1 mal 1 mit 7 auf. Los! 1 mal 7 ist 7. 2 mal 7 ist 14. 3 mal 7 ist 21. Ich weiß jetzt, was wir machen. Wir wollen dem Drachen noch eine Gelegenheit geben, die Kinder freiwillig rauszurücken. Du musst hineingehen und mit ihm verhandeln. Ich gehe inzwischen und hol Emma. Wenn's nicht anders geht, komme ich dir mit Emma zu Hilfe. Alles klar? In Ordnung, Lukas. Mach's gut, alter Junge. 9 mal 7 ist 63. 10 mal 7 ist 70. Du bist wohl sehr stolz darauf, dass du keinen Fehler gemacht hast. Wie? Du bist also hochmütig und eitel. Das muss bestraft werden. Komm mal her, mein Herz. Einen Augenblick, Frau Malzahn. Sie dürfen Lisi nichts tun. Du frecher, schwarzer Dreckspatz! Wo kommst du denn plötzlich her? Und wer bist du überhaupt? Ich bin Jim Knopf. Ich komme von Lummerland und will Prinzessin Lisi und die anderen Kinder befreien. Ruhe! Hab dich vielleicht die wilde 13 zu mir geschickt, mein Bürschchen. Nein, niemand hat mich geschickt. Bist du von allein gekommen? Vielleicht gar, weil du mich lieb hast. Nein, aber ich wollte Sie was fragen, Frau Malzahn. Vielleicht können Sie mir sagen, wo ich herstamme.
weil auf dem Paket, in dem ich als Baby nach Lummerland gekommen bin, eine große 13 als Absender drauf gestanden hat. Und als Adresse Frau Mahlzahn. Ach, mein Kleiner, dich habe ich ja schon seit langer Zeit erwartet. Können Sie mir bitte sagen, wer meine Eltern sind? Ja, mein Goldkind. Du gehörst nämlich mir. Das glaube ich nicht. Oh doch! Ich hab dich von der wilden 13 gekauft. Das dürfen Sie nicht, Frau Mahlzahn. Und deswegen müssen Sie auch die anderen Kinder wieder hergeben. Hat man schon je einen solchen Dummkopf gesehen? Er ist mir wahrhaftig von allein zugelaufen. Du bist mir ja schön in die Falle gegangen, du Schwachkopf. Sie sollten lieber nicht so laut lachen. Alle diese Kinder gehören mir. Verstehst du? Ich habe sie alle von der wilden 13 gekauft. Ich hab dafür bezahlt! Ich weiß nicht, wer die wilde 13 ist. Aber wo hat die denn die Kinder her? Das ist mir ganz gleich! Jetzt gehören sie jedenfalls mir! Und du gehörst auch mir! Ich lasse dich nie wieder fort! Und zur Begrüßung werde ich dich erstmal tüchtig durchprügeln! Komm her! Lauf weg, Jim Knopf, lauf weg! Da kommt ja noch ein Drache! Und die hier! Wer hat ihn? Der Drache ist da oben noch! Wir müssen den Drachen fesseln, ehe er wieder zur Besinnung kommt. Ja, aber womit? Mach schnell, Jim. Das Biest kommt schon wieder zu sich. Gib her! Erst eine Kette um die Schnauze, damit er sein großes Maul nicht mehr aufreißen kann. So. Und jetzt die Vorder- und Hinterbeine. Fertig. Gott sei Dank. Das haben wir geschafft, Jim. Und ihr Kinder, ihr seid jetzt frei. Ja!